Am Anfang, als ich in den Gemeindekirchenrat kam, gab es das Erbe der Petrikirche. Der Kirche, die die St. Petri-Gemeinde prägte, die seit Jahrhunderten im christlichen und geografischen Zentrum der Stadt stand. Der Kirche, die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde. Der Kirche, die in der DDR aus religionsfeindlichen Motiven zerstört wurde. Es war kein einfaches Erbe, aber eines mit ungeheurem Potenzial. Dieses gab uns ein Gefühl des Aufbruchs, neuer Ideen und Möglichkeiten. Die Idee eines gemeinsamen Bet- und Lehrhauses dreier Religionen war nicht gänzlich neu, aber für uns in Berlin doch gewaltig. Ein solch großes Vorhaben, im ideellen und baulichen Sinn, initiiert von einer kleinen Gemeinde, konnten sich anfangs nicht viele vorstellen. Diese, unsere Idee, fand dann aber doch bald ein wunderbares Echo in der jüdischen und islamischen Gemeinde und auch immer mehr Unterstützer in unserer Kirche. Und so war die Idee des House of One, das Haus des einen Gottes, der unsere Religion vereint, geboren. Ich bin glücklich und auch stolz, sagen zu dürfen, ich war dabei. Ich wünsche diesem Haus, dass es mit Hilfe unseres gemeinsamen Gottes wie ein junger Baum wächst, gedeiht, erblüht, eine starke Wurzel tief in die Erde schlägt und neue, lebendige Samen für einen gemeinsamen Frieden bringt.